Warum habe ich Sportsachen an und dann noch YouTube mit Sportvideos, Dance-Workouts, Hilfe? Ja. Ach ja, ich weiß, wo ich ganze Zeit hingeguckt habe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Beste Freunde. Ja, wie versprochen habe ich jetzt angefangen, beziehungsweise fang noch mal an für euch extra. Und das wird dann alles aufgenommen, aber weil es zu spät kommt, die Dance Workout Challenge, habe ich mir gedacht, da muss der Markus mir echt eine Strafe geben dafür. Egal, ob ich die jetzt dann durchziehe, nämlich die Strafe wird dann die nächsten Videos sein, wenn er wiederkommt und wir wieder schöne Videos machen zusammen. Ja, mit weiter Schnacken. Ich habe ein Warm-up gemacht, dass ich nicht direkt zu Puste komme. Natürlich Dance, Tanzen, mein Lieblingsfall. Und ja, ich würde dann gleich beginnen. Bis gleich. So Leute, jetzt beginnen wir. Wir fangen heute mit einer 30-minütigen Cardio Latin Dance Workout an. Bestimmt sage ich erstmal Werbung. Ich freue mich schon. Die machen noch ein Warm-up, okay. Das Video nicht so lange dauert. Schultern. Ich habe lange nicht mehr Sport gemacht. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr wieder Sport gemacht habt, beziehungsweise tanzen oder Latin Dance. Nicht so weit runter.
wieder beim Ergebnis von mir. So, ihr Lieben, ja, also jetzt das Ergebnis beziehungsweise mein Endergebnis. Für mich war das eine gute Erfahrung, aber ich mag trotzdem noch kein Latin Dance oder halt so klassische Tänze. Trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht in irgendeiner Weise. Ich weiß nicht warum, aber glaube, weil ich lang nicht mehr getanzt habe. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat für den ersten Tag, sage ich mal so. Und morgen sehen wir uns wieder am Dienstag. Juhu! Bis bald oder bis dahin, bis bald. Und ja, tschüss. So, ihr Lieben, heute ist Dienstag und heute steht 30 Minuten Flat Belly and Child Booty Cardio Dance Workout. Ich weiß nicht, was das heißt, also was das für eine Dance Workout Challenge ist. Aber Leute, ich mache es mal. Und ja, jetzt fangen wir auch gleich los. Seht ihr nun Abspritz jetzt? Du bestellst Auto Hero liefert. Werbung. Hoffentlich kann man sehen. Okay.
Lieben, ich habe jetzt Sport gemacht. Leider konnte ich das heute wieder nicht sehen, wie ich gemacht habe, aber beim Warm-up konntet ihr das ein bisschen sehen. Ja, also bei meiner Meinung, der Markus triezt mich irgendwie. Aber es war cool, weil es waren paar Hip-Hop-Schritte dabei und so. Und hoffe, der Herr Hornung hat es nicht gespürt, wie ich rumgehüpft bin. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, es hat trotzdem sehr Spaß gemacht, obwohl es richtig schwierig war, weil eine Übung konnte ich nicht leider machen, muss ich gestehen, auch ohne Kamera. Und ja, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Tschüss! Hi! Na, heute haben wir doch Mittwoch. Dann starten wir mal los mit einer 30 Minuten Feel Good Dance Cardio Workout to Burn Calories. Mal gucken, ob das geht. Also, los. Alright, you guys, this is Rachel and Jenny. Jenny will be doing modifications today. And let's go. Here we go. Big inhales all the way up. Wieder. Boah. Oh. Bei mir ist es echt wie so ein Lappen. Ja, Leute.
heute wieder mitgeguckt habt, denn jetzt kommt das Ergebnis. Und Markus, du bekommst das zurück. Also es gibt noch mehr Challenge-Wochen. Ja, also ich fand es ein bisschen waren da mit Charleston Tanzübungen dabei, weil ich habe mir so im Kopf gerattert, tanze ich eher Charleston oder mache ich eher einen Workout? Ja, okay. Und für mich war das ein bisschen wie so eine Marionette. Ich habe das halbe Dance Workout nicht so verstanden. Aber was soll ich noch dazu sagen? Außer dass ich rumgehoppt bin und manchmal es verstanden habe. War es doch anfangsreich und sehr interessant, die Schritte. Ja, und schwer, natürlich. Ja, wir sehen uns dann am Donnerstag wieder bei einem anderen Standort, wo ich dann Sport mache, beziehungsweise mal gucken, wie ich das hinbekomme. Vielleicht mache ich es auch wieder hier. Mal sehen. Wir sehen uns dann am Donnerstag. So, ihr Lieben, ich muss allen was Kurzes klarstellen. Ich habe leider nur 5 Minuten gemacht, weil da drauf stand No Equipment und dann denkt man, ja, kein Equipment, also kein anderes Zeug wie eine Matte oder so. Aber die Pamela Reif hatte eine Matte dabei und ich halt jetzt dabei nicht. Guck mal, Leute, vielleicht kann man das nicht so sehen, aber rote Stellen. Also macht es bitte nicht nach, wenn dann mit Matte, weil wir haben auch so einen harten Boden, nicht so einen Sport-Tanzboden. Und ja, mein Ergebnis dazu, also mein Fazit kann man ja sagen, ja, war nicht so erquicklich, weil da nur 10 Minuten Full-Body-Workout drauf stand und nicht mit Dance. Aber das war eine Erfahrung wert und trotzdem 5 Minuten hat dafür auch gereicht. Also für mich für dieses Full-Body-Workout, das normale. Ja, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, heute haben wir Donnerstag. Heute ist eigentlich ein Feiertag. Christi Himmelfahrt und Vatertag. Und an euch Türken, beziehungsweise die Ramadan gemacht haben. Heute ist Zuckerfest. Und ja, euch Vätern da draußen, beziehungsweise die Zuckerfest feiern. Alles Gute, ihr lieben Väter da draußen. Und die Zuckerfest feiern, feiert schön. Trotz Corona. Ja, wir beginnen mal jetzt mal los. Nämlich mit einer, was?
Nicht mehr 30 Minuten. Okay, Markus, willst du damit etwas sagen? Ob wegen Feiertag oder so? Ja, da steht 10 Minuten Full Body Workout, No Equipment von Pamela Reif. Mal gucken. Und wir starten mal los. Ich mach mal an. Jetzt natürlich die Werbung, aber gleich kommt. Einfach lecker, einfach gekocht. Marita Abdusküche, neuen Wurzkasten. Jetzt probieren. Hoffe, ihr könnt mich sehen. Und jetzt starten wir. Jetzt mal runter und hoch. Runter und hoch. Ich stelle mich ja wieder richtig gut an. Ich kann halt nicht so weit runter wegen meiner. Jetzt die andere Seite. Nach dem Ergebnis, sonst wird es wieder zu sein. So ihr Lieben, der letzte Tag hat angefangen mit Sport Dance Workout Challenge. So, lass nicht lange schnacken, nur heute ist 30 Minuten Strong bei Zumba Cardio and Full Body Turning. Also beginnen wir. Wieder Werbung. Hello. Ja, Opa, könnt ihr mich sehen?
Rotate from your core. Looking good. Woo! Now we're gonna reach forward, all right? Let's go. Activating that body. Try to get extensions. Yes. We're going into four squats now. Ready? Let's go. 40 lifts. Back to the squats. Remember, knees align with your toes. Hit that beat. Hip openers now. Look for it. We got it. Now we're going to switch the move. Knee lift into a tap. Yes. Can you feel that beat driving you? I love it. Ich kann auch gerne mir sagen, wie ich mich geschlagen habe. Die Hater sind auch richtig willkommen. Drive the movement from your core. Make sure your knees are coming in, heels are coming up. Ready? Switch it. Good. Now we're going to move laterally. 3 steps. Rotate. Yes. From your hips. Yes. Very good. Keep it going. We're going into a shuffle now. Again, to rotation. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi. So, eine Woche ist jetzt vorbei, eine harte Woche, also für mich. Glaube, ich muss den Markus richtig mehr striezen als nur so 15 Minuten Dance-Workouts von der Pamela Reif. Also schreibt es auch gerne in die Kommentare, was ich als nächstes für eine Woche dem Markus geben kann. Und ich überlege natürlich selbst auch mal nach. Und ja, also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Vielleicht kann man das erkennen. Die Woche ist geglückt, oder? Ja, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt für die Dance Workout Challenge Woche. Und ja, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Also, tschüss!